Servus, was geht? Der Herr schaut ihn zu. Ich weiß, dass ich noch nicht gezahlt habe. Ich schmeiß mich auch heute wieder auf den Bock. Ja, vertrauen Sie mir. Ich fahre heute wieder LKW. Ich verdiene mein Geld. Lassen Sie mich, ich habe Bier getrunken. Dann wollen wir mal. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge. Schön, ich darf gleich hier laden. Das ist die Firma, wo ich gleich laden darf. Ob mir das freut, weiß ich nicht. Wir fahren nämlich heute einen sehr weiten Weg. Und zwar nach Jönköping. Da waren wir zwar schon mal, aber da werde ich dort oben Kredit aufnehmen und kann nicht eine Firma Dings leisten. Was gut ist, weiß ich nicht. Ich denke mal eher nicht. So, wo darf ich hin? Gerade wegen alles. Ach, wird geladen. Da haben wir unsere Vorratsteil. Also wir schon. Runde bis zum Ziel. Das hätte ich jetzt nie gedacht. 14 Stunden. Ich war langsam dunkel. Ich wollte ja nicht mal im Dunkeln fahren. Aber jetzt werden wir im Dunkeln fahren. Das Auto liegt immer noch da. Das ist noch nie despawned ist oder so. Alles klar. Es gibt sogar aufgetunte Autos hier. Das ist ja mal geil. Eigentlich hätte ich nach Italien fahren müssen. Fällt mir gerade so ein. Weil Italien haben wir noch nie besucht. Jetzt haben wir erstmal hier hoch, um uns die Firma zu kaufen. Da müssen wir uns mal was überlegen. Weil ich 4 Fahrten brauche, bis ich nach Italien komme ungefähr. Vielleicht mache ich das auch alleine. Kann ich nicht mal Fernsehen gucken. Auch wenn, glaube ich, nicht kommt heute ordentlich ist. Wir sind jetzt erstmal 14 Stunden unterwegs. Und das ist genug Zeit, um dämliche Sachen zu reden. So, einmal darf man auch einkommen. Ey, die kriegt ja meinen Anhänger. Die nehmen ja gar nichts ein. Meine Rundumleuchte ist aus. Oder liegt Müll? Das ist scheiße. Mhm.
Ich werde nächstes Jahr, das ist jetzt mal so mal Thema reinzauen, weil ich nach oben fahren, nach Hamburg. Steht wohl dieses Jahr, also werde dieses Jahr so planen, dass ich meine kleine Schwester mitnehmen kann. Grund ist, die wollte das auch mal sehen. Und dann noch eine Runde Bahn oder sowas. Lässt sich schon was machen. Das muss ich ein paar Tage planen. Ach gucken. Das geht. Und dann zum Computerspiel müsste wieder zur Gamescom. Also wäre dahin oder ich fahre nach Görlitz zum Stadtfest. Das ist genau das gleiche, der gleiche Zeitpunkt. Und das ist extrem scheiße. Aber beides will ich mir antun. Gamescom ist irgendwie immer ein erlebtes Wetter, wo es immer scheiße ist. Das ist so. Die lange Wartezeit. Obwohl, wie gesagt, dieses Jahr habe ich gut gespielt. Aber man muss sich eben im Plan setzen, die großen Spiele, also wenn man 4 Tage geht, die großen Spiele anzupeilen als erstes. Und eben danach zu den kleineren Ständen, also Halle 551 und sowas zu gehen. Weil da stehen öfters weniger Leute an. Die haben zwar auch weniger Sitze und alles. Aber man kann was anzocken, kriegt vielleicht auch Merch. Codes oder sowas. Und ja. Ja, noch darf ich 60 fahren. Oh, hier darf ich 70 fahren. Nein! Der haut ab! Ich hab doch kaum Gewicht drauf. 12 Tonnen. Dann will ich mich fertig sehen. So ein Wichser! Das ist sogar schneller als ich, das ist unfair. Da ist er bloß bergab jetzt ein bisschen. Radarkontrolle. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht so viel so schnell fahren. Wenn schon vorgewarnt wird, dann lassen wir es mal. Und wegen einem Kamerad tun sie uns auch nicht weh. Und sie möchten eben auch nicht so. Also eigentlich dürfte man ja bis 80 drücken ja die Polizisten manchmal ein Auge zu hier, wenn man 80 fährt mit einem LKW. Natürlich nicht in Radarkontrollen. Nur bei der Kontrolle der elektronischen Karte. Und so beim Blitzen müssten ja eigentlich noch die 5% abziehen. Oder 4, 3, sonst was. Also dürfen wir ja ein bisschen schneller dürfen wir fahren theoretisch. Da kommt der LKW. Oder Bus. Ich muss da irgendwie abbiegen oder so. Ja, ist hier auch eine bestimmte Zeit zum Überholen, das wusste ich auch nicht. Ach du Scheiße. Ja, richtige Spur, freut mich. 60! Ne, 80. Ach, ach. Ich hab gedacht, das ist eine 60. Ah, hier stehen ja 60. Das ist fast wie im Livestream, bloß dass hier keiner zuschaut. Und dass eben nicht das Livestream-Projekt geht und das kotzt mich richtig an. Theoretisch wieder fahren, wie man möchte, aber 80 für die LKWs ungefähr. Ungefähr. Morgen ist eine Demonstration, wo ich mitmache. Um 4 in Cottbus. Natürlich gegen die Idioten, die in Hamburger Forst sitzen. Ich wollte Hamburger sagen. Wie komme ich auf Hamburg? Weil ich gesagt habe, ich möchte nach Hamburg fahren oder was? Ich will ja auch bloß
Ja, eigentlich muss man ja zwei Nächte bleiben. Ihn mal hochfahren, erste Nacht, zweiten Tag dorthin fahren. Und am dritten Tag wieder runterfahren. Also zwei Nächte. Und ja. Ich ja eigentlich noch mal mit ihr ins Tropical Island, das heißt eigentlich zwei Nächte sind drei Tage, sind vier Tage ungefähr, die sie bei mir bleiben sollte. Ach, Scheiße! Narzisst, echt. Oh, jetzt riecht es wieder wie verfaulte Eier. Oh, das habe ich auch mal. Das auf die einmal, das riecht verfaulte Eier. Das ist richtig räudig. Jetzt wirklich ist im Anhänger oder der braucht nicht passiert. Das regt mich ein bisschen auf, ja, schade. Man kann ja nicht immer perfekt fahren. Show. Freak Show, to the Freak Show. Ja, war ja alles da. Feuerwehr, Polizei, war ja alles da gewesen. Also ich bin mal in der Aufstand, ich hatte eine 70. Schutz sieht auch gut aus. Nur auf die 85, damit wir ja schnell vorbeikommen. Jetzt möchte ich eigentlich mal kurz die Map anklicken. Aber wir sind hier Berlin rum. Aha, okay. Ich gefragt, was das für ein Kreuz ist, aber okay, da fahren wir mal durch Berlin durch. Sind wir aber schon weit. Berlin, dann Rostock sind wir ja dann, und dann kommen eben, ja, ewig lange Strecken, aber gut. Ich finde es gut, dass noch kurz ein Standbild drin ist, nicht, dass es gleich richtig losgeht. Friction. Na, dann fahren wir durch Berlin, naja. Auch wenn es mir nicht gefällt, aber ja, Navi sagt das an. Ja, vielleicht ist es ja nicht die schnellste. Ich habe ja nur die beste eingestellt und nicht die schnellste. Das heißt bestimmt, dass man am besten umkommt so. Aber hier müsste es ja wieder warten. Aber vielleicht auch schneller sein, wenn man außen herum fährt, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Also kürzere Strecke. Jetzt fahre ich in die Stadt rein, fahre ich mal rum. Naja. Wenn das richtig was bringt. Genau. Man bräuchte auch noch einen Laden, wo man die Anhänger kauft, richtig. Weil nur über Internet weiß ich nie, was so optimal ist. Wo so ein paar ausgestellt sind. Und dann geht man an die Theke und kauft das Ding. So wie mein LKW ist ungefähr. Ich muss aber bald tanken.
In 6 Stunden soll die nächste Pause erst. Das ist die Frage, wie teuer ist der Sprit oben? Falscher Knopfdruck. Deutschland oder hier? Deutschland oder Schweden? Wo geht man am besten einkaufen, den Tank? Ja, ich glaube, ich muss sowieso Deutschland. Weiter geht's. Fahrradi. Oh, wir dürfen ja 80 fahren, Junge. Wenn Egger bin ich überholt, würde ich mir Gedanken machen. Wobei mich halt auch schon eher mal überholt mit, oder fast überholt mit 100. Da bin ich lieber schneller gefahren als langsamer. Weil da hatte ich Angst gehabt. Man hätte auch die Polizei rufen können, hier bedrängt mich ein LKW. Weil der war 2-3 Meter hinter mir. Ich brauche nur leicht bremsen, aber ist er mir eigentlich schon hinten drin. Da sagt er mal guten Tag. Stettin. Schilder sind neu. Vieles zu entdecken hier, echt. Eigentlich müsste ich hier eine neue Playlist erstellen, so Eurotruck 2.0. Weil so viel, wie sich geändert hat. Also eigentlich müsste ich gleich in die Raststätte fahren. Mein Trink ist leer. Das war doch auch wieder 70 eigentlich. Mir soll es lieb sein. Aber wenn selbst die Ankunftszeit gleich bleibt. Würde ich sagen, fahre ich nicht zu schnell. Oder ob fast gleich bleibt. Naja, ein bisschen hin und her schwanken tut es schon. Das sind 1 Kilometer. Müssen wir mal kurz ins Map rausholen. Normal. Also wir haben hier. Wenn das war schon. Nächstes hier hinten. Ob ich das schaffe? Ich will es eigentlich Ungarn ausprobieren. Aber ich würde mal sagen, wir probieren es aus. Wir riskieren es mal. Beim Notfall kann ich dann nämlich gleich oben mit schlafen. Falls ich muss. Falls die Fahrt nie gereicht hat mit dem Schiff. Die wird zwar auch nie gereicht haben, aber... Ja, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Das ist das Wichtigste. Das Weg kann man, ich beschleunige so sehr. Das ist nämlich 1 Kilometer hier. Gewesen. Deswegen fahren wir durch. Wir sind ja vorbeigefahren. Kannst du auch den nächsten halt noch nehmen und dann... dort anhalten, aber... rumdrehen. Ja, da gab es ja noch inne. Hier beim Kreuz dann, beim nächsten Kreuz. Ah, so nötig haben wir es glaube ich nicht. So nötig haben wir es nicht.
Da steht eine 100 und keine 70. Achso. Hamburg, Bremen, Rostock. Wie dürfen wir gerade ausfahren? Hier leichte Sirene im Hintergrund, eine Musik. Was wird zu der Feuerwehr da vorne? Der Polizei. Ich bin Tempomatfahrer, merkt er. Ich mache auch, wenn ich nehme, habe ich zwar keinen Tempomat in meinem Golf 3. Aber ich lasse mich rollen oder fahre langsam. Und ich merke das wirklich am Sprint extrem. Am Anfang bin ich meine Arbeitsstrecke gefahren. Da habe ich immer einen Strich, also 7 Meter oder so verfahren. 80 Kilometer. Hin und zurück natürlich. Und jetzt komme ich ein bisschen länger aus. Ich sage jetzt mal einen Tag ungefähr mehr. Und ich fahre meine 80. Das ist mir dann egal, was andere denken. In der Nacht ist es sowieso schön gemütlich, mit 80 rumzudüsen. Ja. Nächste Woche habe ich einen Tag weniger Arbeit. Oh, Feiertag. Nice. Tag der Deutschen Einheit. Können wir nach Berlin fahren, aber... Nee. Wird so voll sein, habe ich auch keine Lust darauf. Conquer Speeds. Habe ich immer noch die Karten hier? Aber ich habe es eingelöst. Conquer Speed habe ich jedenfalls eingelöst. Was mit World of Tanks oder so war, habe ich noch nicht eingelöst. Ah, der fährt aber auch ganz schön. Auf Zack. Er hat auch irgendwelche Schmeckhallen geladen. Ob das trotzdem geht. Genau hier die Holzliga. Die vorhin auch. Es war Kinder vor uns, oder? Ne, ist ein kleiner Transporter. Wir sind, glaube ich, auch neu im Spiel dazu gekommen. Ja, sieht man so verdammt wenig. Das ist schlimm. Das war ein bisschen früh. Da muss ein bisschen auf die Bremse gehen. So, 120 ist hier zwar erlaubt. Wir fahren aber trotzdem unsere 85. Weil die für die LKWs erlaubt ist, habe ich jetzt gedacht. Und das Lied ist leise. Tim, tim, tim. Also das ist mal so ein richtiges Kreuz. Das sieht wieder gut aus. Auch wenn man hier nicht rauffahren kann. Und ich jetzt Starthilfe geben können. Hahaha. Wer jetzt gedenkt, worum ich lache, die haben ja verschiedene Voltzahlen, die LKWs. Die LKWs nicht, aber die Autos so LKWs. So. Wie viel jetzt weiß ich jetzt nicht. Ich glaube LKW 16 Volt und die Autos 12. Also kann man keine Starthilfe geben. Ah. Ich frage mich, wie ich die ganzen Parts nennen soll. Passiert ja eigentlich gar nicht. Und wie gesagt, wir müssen dann irgendwie müssen wir runterfahren. Also hier oben muss ich dann die Lager kaufen. Wenn ich schon oben bin, komme ich in Lager. Das ist schon irgendwie ein Muss. Weil sonst muss ich ja wieder runter. Das ist ja, oh nee. Wenn ich dann die Doppeltender schon freigeschalten habe. So, sind wir ja eigentlich gleich. Nice. Wir sind ja schon beim Schiff. Oder gleich beim Schiff. Oh.
Das war eindeutig eine 70, aber ist mir doch egal. So, hier müssen wir jetzt runter. Irgendwie habe ich gedacht, das ist die Polizei. Wir fahren zum Hafen. Rostock Nord. Eine 50 hoch. Zentrum und Übersee. Ja, Zentrum, da wird es aber glaube ich nicht weitergehen, oder? Nee. Wer ist gedacht? Wer ist gedacht? Oh. Weiter geht's. Mit unserem Merlin-Männchen. Wieder rüberfahren. Gucken, wie teuer die Fahrt ist. Keine Ahnung. Weiter geht's. So, wir nur noch mal gucken. Nicht, dass es zwei Fähren gibt. Dass wir die richtige nehmen. Das zwei Fähren jetzt hier. Ja, es gibt zwei. Also wir müssen nach Gerz und nicht nach Tele. Warum fahren wir nicht nach Teleburg? Was teurer ist bestimmt. Aber hier muss ich keine Maut zahlen. Dann gehe ich die Maut. Aber hier muss ich eine Maut drauf bezahlen und hier fahren wir so drauf. Das ist eine Ansage. Und bis hier hoch bezahlen wir dann keine mehr. Und drehen dann wieder aus, um von Jüngenburg runter. Da fahren wir nach Trelleburg. Da habe ich mich jetzt gegen das Navi entschieden. Ja, ich könnte jetzt nach GSG, weiß schon, fahren, aber das bezahle ich die Maut. Die Maut wird ja auch normal. Ja, jetzt noch nicht, glaube ich, noch nicht. Wir fahren ja, bezahlen ja eigentlich erst die Maut, wenn wir rausfahren. Wir gucken mal, was es für einen Unterschied da gibt. Unser Schiff liegt schon da. Die Spiegelung ist besser geworden, glaube ich. So, dann gehen wir uns mal ein Ticket holen. 200 Unterschied. Oh, das ist ja gemein. Und hier sind wir 5 Stunden unterwegs und die Strecke... Das sind ja keine 5 Stunden. Aufbrechen. Wir fahren nach Trelleburg. Calais. Bester Hafen ever. So, wir kommen in Trelleburg, ja. Vier Stunden noch. Das hätten wir mal vergleichen müssen. Aber sag bitte nicht, hier gibt es jetzt... Ja, war doch eine Tanke. Ja gut, hier oben. Gut, okay. Okay, mal nach dem Navi fahren. Heimschauen und los geht's. Was ist das ein Scheißwetter hier? Oh,
einigermaßen guter Verkehr, würde ich sagen. Oh. Aber wir haben ja schon geschlafen. Sind ja da hat die Fahrt jetzt gereicht, die 5 Stunden. Das heißt, wir fahren im Regen jetzt bis da drüber. Bis dort hoch. Gefällt uns mir nicht, aber... Was soll man machen? Klar, ich könnte nochmal schlafen gehen. Aber was bringt mir das schon? Ich hab, der Schlaf hat mir nicht gereicht. Ich habe auch richtig schlecht die Nacht geschlafen, also in Wirklichkeit nicht jetzt so. 4 im Montag, ach, guck mal, also von Mitternacht, dann 4, ach, jetzt können wir nochmal das gucken, das. Und dann nochmal irgendwie eingeschlafen gegen 5, nochmal um 10, 8, 9, irgendwie so munter. Ach. Das war schon scheiße irgendwie. Malmö ist eigentlich die schönste Stadt so. Schönster Aufbau. Die ist so groß, trotzdem geil. Also groß, komplex, das gefällt mir. Oh, da war ein Dings. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich komme mit uns ein Tiefflieger. Das ist auch kein Autotransporter. Das ist ja wieder was anderes. Der fällt ja auch noch. Wie die LKWs transportiert werden, weiß ich jetzt gerade nicht. Da fehlen ja auch noch. Mich schon wieder auf Abendbrot, gibt es ja Pommes. Also gestern habe ich mir Pommes gemacht gehabt und heute nochmal. Weil wenn er mir die Fritteuse steht, gibt es gleich zweimal. Und es schmeckt, Pommes mag ich sehr. Aber raus muss ich auch nochmal. Das ist so geiles Wetter. Alter. Ich komme gleich raus zu dir. Jo, bin ich gerade auf dem Weg. Ich wollte noch eine Sache eigentlich gerne wissen. Hat der BB Pro als Farbe? Ah ja, nie richtig. Mag das. Jo, 30, geh mal hin. So. Oh, ich wollte gerade Motor ausmachen. N44, naja. Dann soll es so sein. Ladung noch nach. Ach, die haben hier die Gurte, die Dings dran. Ne, hier haben sie Gurte. Ich würde Ketten nehmen bei so welchen Sachen. Ach, das ist der Bus. 1200. Ja gut, dafür komme ich aber auch eine Weile jetzt. Hoffe ich mal. Ja, theoretische Fahrleistung sehe ich gerade nie. Das
ist mir doch ein bisschen zu klein. Aber das kann man auch hier einsehen. Oder konnte man einsehen. Ah, hier, Kraftstoffwitz. Aha. Das ist geil. Das ist geil gemacht. Gefällt mir. Bus, ich bin schneller als du und ich bin voller. Und das ist peinlich. Oh, 80 mal fahren, machen wir auch 80 Bremsen in den Markt wieder rein. Reden wir davon noch. So. Ach, da steht der nächste Bus. Oh, schön. Ja, da muss ich jetzt den nächsten Part mir einen Plan überlegen, wie wir am dem nächsten fahren. Also es ist ja jetzt wirklich die Sache, wir haben einen Tiefenflieger. Schön und gut. Aber ich darf jetzt nur Tiefsachen fahren. In anderen Ländern hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Spielraum. Die Autobahn sieht auch gut aus. Konstruiert. Aber wie gesagt, Tiefauflieger sind die Sachen, die mir am meisten am besten gefallen. Also richtig weiß ich auch nicht, ich habe ja gesagt, da man die Fracht sieht und so, aber höchstens, die haben was. Okay, dann nehme ich die Werbung drauf. Ja. 10 Minuten noch ungefähr. Dann sind wir da. Bin mal gespannt, wie die Firma aufgebaut ist. Ob wir selbst nicht abladen können oder nicht. Bei dem Profi brauche ich ja noch meine Punkte. Das habt ihr ja gesehen. Wenn ich neu anfangen würde mit dem Spiel, wüsste ich gar nicht, in welche Richtung ich gehe. Ob ich zuerst mit auch Leute hole, die für mich fahren. Oder habe ich erstmal so viel Geld einfahre, dass ich mir einen Tieflader, also einen Anhänger kaufen kann. Und mit dem Tieflader sind wir ja schon unterwegs, 30.000. Wie Fracht gibt es vielleicht sonst 28. Also ein bisschen weniger gibt es schon. Und 2.000 machen schon viel aus. 10-fach sind 20.000. Auf die Weite gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr Unterschied. Das würde ich gerne mal wissen. Muss man eigentlich mal nachgucken. Nach Länge transporten, Transportfach, das dauert eine Weile, aber man kann das vergleichen. So. Stockerholme, wollen wir aber nicht hin. Ich bereue es eigentlich bei der Gamescom, mich an den Endstand von Eurotag nicht angestellt zu haben. Da hätte man den Sitz gehabt und hätte man so mit Bewegung. Das wäre richtig nice bestimmt gewesen. Musik höre, habe ich eigentlich so viele Kopfkinos gerade im Kopf. Und wie man so Videos schneiden könnte. Eigentlich bin ich gerade so voll ohne Thema dabei. Das ist scheiße. Ich habe überlegt, so, ja, du machst XXL-Folgen, weil dann kannst du Themen raushauen, die du sonst nie raushaust. Und jetzt brauche ich glaube ich nicht sagen. Karten in Höhe von 13. Ach du Scheiße. Hm.
Das tut ja richtig weh. Ich möchte mir dadurch keinen neuen Kredit aufnehmen. Also sind wir schon hier oben. Und ich will diese großen Auflieger bekommen. ...180.000 kosten die Firmen. Oh, das ist teuer. Pro Tag allein jetzt schon 13.000. Ja gut, Preis kann ja irgendwo eins sein, dass ich den Kredit zu einigermaßen schon weg habe. Könnte man ja machen. Guck mal, da habt ihr, haben wir einen Holzauflieger wieder. Die darf ich ja nicht fahren. So wie Stahlrohr, sowas. Stahlrohr, Holz, Bretter. Die werden ja alle auf den transportiert. So, holst mich, Oma? Danke. Holzschämme muss man ja dazu sagen. Ich weiß, da habe ich nicht, ist mir aber auch egal. Oh, schön hier, Rennbahn-Feeling. Jetzt sieht man, welche Park gesichert ist und welche nicht. Ab rüber. Kran. Ein älterer Kran schon. Besser alter ist nicht. So. 52, die Zeit vergeht ja auf immer langsam. Jetzt bloß die Frage, wollen wir in jedem Köpping wirklich eine Firma kaufen oder fahren wir noch ein kleines Stück? Bloß ohne Frachtpflicht nicht fahren. Das ist mir doch dann ein bisschen zu teuer jetzt, wenn ich einen Anhänger habe. Stimmt, hier oben ist der Scania verbaut. Hier hätte man ja Scania fahren können. Die ganzen Fahrten. Köln und die nächste Ausfahrt müsste unser sein. Wie viele Anhänger kann man überhaupt in eine Firma reinpacken? Man muss ja dann überall verteilt haben, dass man sagen kann, so wie Rolli, jede Firma haben dann so sagen, jo, ich fahre jetzt mal kurz zu der und der Firma, dann lade ich den und den um und dann. Das sind Sachen, die kann ich mich jetzt noch fragen. Dann später weiß ich alles. Mein Handy geht mir langsam auf den Sack mit dem Blinkern. So. Stollenkolm, Jörn Köpping. Da fahren wir nicht. Wir fahren anscheinend direkt rein. Und 70. Genau, Zentrum. Müssen wir überlegen, wo wir jetzt unsere zweite Firma haben wollen. Oder 14. Firmensitz. Richtig leisten können wir uns ja, das ja nicht. Aber jetzt muss ich leider wieder auf die Pedalen gehen. Das ist gemütlich, wenn man ohne sonst was fährt. So, hier rein.
mittlerweile mal reparieren gehen. Das sieht ja so vom Weiten sieht sie groß aus. Ja. Was eine größere Einfahrt als von sie. So. Ich wollte eigentlich bloß mal gucken, wo es dann hingeht, aber weil meine Maus spinnt. Aber das sieht doch sehr, sehr machbar aus. Wir holen weiter aus. Komme ich vorbei? Ganz. Geil. Umfeld gebaut. Oh, Abfliegerangierbonus, ja, okay. Oh, wir haben wieder was für Neues. Gehen wir auf die Fernfahrt. Nee. Ah, sparsam. So, neue Teile. Was haben wir denn da Schönes? Wir haben neue Radkappen, wir haben die Rundumleuchten, wir haben die Schutzbügel. Okay. Oh, nee, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Zwei Zentralachsen, trockene Seitentür, aha. Auflieger Vorderseite, vordere Tür. Aha. So, gut. Dann würde ich sagen, war's das. Ich suche eine neue Fracht aus, die wir fahren. Diesmal geht's nach unten. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Transport gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Kommentare reinschreiben, Abo und bei mir ist alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.